Hallo und herzlich willkommen zu einem ersten Tutorial-Video zu Last Epoch. Heute geht's ums Craften. In Last Epoch kann man Craften Items manuell verändern, indem wir das reinlegen. Also wir müssen eine solche Schmiede finden. Eine Forge, die bekommt man eigentlich zuerst bei End of Times. Und dann im nächsten Gebiet Outlast Post oder so etwas. Das können wir gleich mal schauen. Outcast Camp, genau. Bekommt ihr noch eine Quest, wo das ein bisschen vorgestellt wird, aber sehr marginal. Also, in Last Epoch kann man Sachen wie zum Beispiel Präfixe, das ist das, was am Anfang des Namens ist, also zum Beispiel hier, hat es gar keinen Namen. Ja, das gibt es in Last Epoch scheinbar noch nicht, aber einfach Präfixe sind die, die am Anfang kommen und Suffixe sind die, wo eigentlich am Ende kommen. Also bei Diablo 2 gab es zum Beispiel ein feuerverzaubertes Schwert des Feuersturms oder so. Einfach mal, das gibt es nicht in Diablo 2 natürlich, aber einfach mal so gesagt. Das, was vor dem Namen ist, zum Beispiel Breitschwert, ist ein Präfix und das, was also des Feuersturms, was nach dem Namen kommt, ist ein Suffix. Und das gibt es im Ding nicht, also eben, da ist nur Brotswort, aber man sieht nicht, was ist ein Suffix und was ist ein Präfix. Nur wenn man das jetzt in den Forge reintut, sieht man, Präfix ist das Physical Damage, also 16% Increased Physical Damage. Und Suffix ist das plus 13% Chance to Ignite on Hit, also Brennen per Schlag. Und jetzt müsst ihr hier schauen, wir haben ein Präfix und mehrere Suffix, dann haben wir wieder Präfix, also die gelben sind Präfix und die blauen sind Suffix. Dass ihr da einfach wisst, es gibt ein Limit. Also bei blauen Items gibt es, glaube ich, nur 2 oder 4. Also wir könnten jetzt irgendwas noch hinzufügen. 3 vielleicht, also 2 Suffix und ein Präfix. Wir werden das jetzt einfach mal machen. Da unten steht, was wir brauchen. Die haben wir hier drin, die haben wir gesammelt. Da können wir eigentlich direkt auch zum Forge. Man sieht es nicht so direkt, aber man sieht einfach die Anzahl hier vorne. Okay. So, und dann muss man eigentlich hier noch ein Support-Item reintun, weil eventuell geht das Item kaputt, also es wird einfach brüchig, also instabil. Und deshalb machen wir hier solche Glyph of Stability rein. Das sind die letzten, aber die findet man eigentlich ziemlich am häufigsten. Ja, Guardian ist natürlich auch noch drin. Also das macht, dass man eine kleine Fraktur noch reparieren kann. Aber wenn es zerstört wurde, also wenn es wirklich instabil ist, kann man das nicht mehr machen. Gibt es da noch eine andere? Ja, man macht zum Beispiel kaputt Items, damit man so Rohstoffe bekommt. Hier, oder die Anzahl und dann die Rohstoffe. Aber die findet man auch so, also das muss man jetzt nicht unbedingt machen, wenn man nicht so viel craftet. Dann gibt es zum Beispiel hier noch Rune of Removal. Das macht, dass man einfach ein Affix... Ja, nur Affix, okay. Gibt es noch eins für Suffix? Okay, es ist immer nur Affix. Aber das sind beide. Affixes sind beide gemeint, okay. Das ist klar. Also, und Runes of Cleansing macht alle weg. Und tut die Instabilität reduzieren. Also, wir müssen also jetzt einfach mal, weil wir einen neuen Stat brauchen, zum Beispiel... nehme ich mal etwas, was ich nicht so unbedingt bräuchte. Zum Beispiel, Chance to Slow on Hit. Das ist ein Suffix, also es kommt hier rein. Jo. Jetzt haben wir eigentlich 100% Chance, dass es besser geht. Aber es macht 2 von 5 Crafting Instability rein. So. Jetzt haben wir das drauf. Jetzt ist es gelb geworden. Ah, okay. Also ein Suffix, ein Präfix und ein Suffix ist blau und jetzt ist es gelb geworden. Jetzt haben wir hier auch einen gelben Stat. Okay. Dann müssen wir nämlich auch noch das Item verbessern. Also wir könnten jetzt wieder ein Slow on Hit drauf machen. Dann können wir das auch noch verbessern. Dazu müssen wir jetzt, ja, hier oben sind sie. Also die, die ihr schon auf einem Item habt, sind zu oberst. Genau. Und ja, jetzt haben wir noch, das ist eine
Fraktur, also dass es ein bisschen beschädigt wird, ist 7% minor. Also minor heißt wahrscheinlich einfach nicht ganz kaputt, aber ein bisschen. Und 93% ist es zum ja, Glück. Wenn wir jetzt Glück haben, dann haben wir Sonden. Das steht jetzt direkt nicht so. Ah, hier, okay. Chance to slow to hit 13%. Und wenn wir jetzt das machen, haben wir 16%. Ist das schon 3 besser. Jetzt können wir das immer wieder wiederholen. Und jetzt ist aber das Schwert kaputt gegangen. Okay, schade. Hätte es natürlich ein bisschen mehr zeigen können. Aber ja, diese Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht so gut. Jetzt machen wir das mal, wenn wir da können. Wir können jetzt das Schwert eigentlich nicht zerlegen. Nein, nicht dorthin. Yeah. Scheinbar können wir das jetzt gerade so nicht machen. Vielleicht, weil wir es schon gemacht haben und es schon frakturiert ist. Ja, ich denke, weil es frakturiert ist. Also jetzt machen wir einfach mal ein random Item. Jetzt gehen wir zum Händler und tun das sozusagen zerstören, zerlegen, dass wir die Bonis bekommen. So, indem wir zum Beispiel hier Minion Health. Das ist für mein Bild eigentlich sehr wichtig, oder? Also, die können schon ein bisschen mehr Health haben. Ein bisschen mehr spawnen. So. Die können schon noch ein bisschen mehr. Jetzt sind alle. Okay. Dann zerstören wir das mal. Jetzt können wir eigentlich noch etwas dazu machen, aber es bringt es ja nicht so. Genau. Und wir haben die Shards bekommen. Also nur wenig Shards. Nicht alles, also nicht die ganzen Bonis, aber wir haben Shards bekommen. Und so könnt ihr eigentlich wieder etwas erweitern. Also das ist jetzt frakturiert. Hier können wir zum Beispiel nichts mehr dazu machen. Das ist ein Unique-Item. Das kann man nicht zerlegen, meine ich. So. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hier Stabilität wieder reintun. Ja, es geht nicht. Also Uniques kann man scheinbar nicht verstärken. Ja, ist ja eigentlich auch klar, es sind Unique-Items, oder? Und ihr müsst halt einfach schauen, dass ihr das nehmt, was ihr am meisten braucht. Es ist nicht so wichtig, wie viel ihr drauf machen könnt. Einfach das, was ihr braucht, zum Beispiel Minion Health. Und dann ist wieder 100% möglich. Aber da ich die Schuhe nicht brauche, also die Schuhe einfach wegen dem lowen Level, was sind wir? Level 28 jetzt einfach tragen müssen, weil wir keine besseren Schuhe haben. Müssen wir sozusagen ja, noch nicht kräften, weil es bringt nichts, unter Level 40 oder 50 zu kräften. Ihr findet einfach immer wieder zu viele Items. Das ist Geldverschwendung und das ist halt viel Glücksspiel. Bei uns hat es jetzt nicht so gut geklappt. Aber ja, wenn ihr dann ein bisschen geübt seid, ihr müsst halt einfach üben, verstehen, wie viel es fehlschlagen kann und so weiter. Ich hatte halt wenige Chance, also dass es brüchig wird und habe es trotzdem nicht geschafft, oder? Die Chance ist einfach gegen mich gewesen. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr genügend Items in der Hinterhand habt, falls das beste Item kaputt geht. Oder nicht so schnell die besten Items craften, sondern eher schlechtere hochcraften. Also die schlechteren Items besser machen, als jetzt unbedingt die besten Items frakturieren zu müssen. Weil es fehlschlägt, oder? Also, habe ich irgendwas noch vergessen? Also diese Shards sind halt noch wichtig. Das sind Affix-Shards, also beide. Wir haben so viel. Vielleicht zum Beispiel hier unten haben wir noch nicht so viele. Was bedeutet eigentlich Set-Dodge-Rutting? Ist das von einem Set-Dodge-Rutting? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz und so weiter. Aber grundlegend war das jetzt mal ein Tutorial. Natürlich weiß ich auch noch nicht so viel, weil ich jetzt nicht so gerne crafte. Und nicht so viel crafte. Aber ich hoffe, ich habe nichts falsch erklärt. Oder halt einfach, ja, viele Sachen vergessen. Aber das war jetzt einfach mal, ja, ein Tutorial.
für die Neulinge von einem auch noch recht noobigen Crafter natürlich. Aber ich hoffe, es war erläuternd. Ihr wisst, was zu machen, also diese Shards suchen. Wo ist jetzt das irgendwo? Also hier diese Shards suchen, damit ihr craften könnt. In der Kampagne soweit sein, dass ihr hier in der End of Time ist. Das ist, glaube ich, Ende Akt 2 oder Akt 1, aber ja, es ist recht weit, oder? Und ihr müsst halt auch diese Shards haben, Item Shards. Aber die findet ihr auch bei Monster, das sollte eigentlich, bis ihr den nächsten Charakter hier hin habt, habt schon genügend haben. Also hier, ich habe schon 833 mit Health und spiele nicht so viel. Ich bin nicht so ein, ja, schneller Zocker, ich bin ein gemütlicher Zocker und halt noch ein bisschen unerfahrener Zocker, weil ich alles selber lernen muss. Aber ja, ich hoffe, das hat euch, ja, ein bisschen weitergebracht. Wenn es Profis gibt, ihr dürft gerne mir natürlich noch ein paar weitere Sachen und in die Kommentare schreiben. Ich mache eventuell nochmals ein besseres Video dann. Aber weil das jetzt gewünscht wurde, habe ich es jetzt einfach mal gemacht. Eventuell nicht so erfahren, aber doch recht gut gemacht, hoffentlich. Und ja, Kritik nehme ich natürlich auch gerne an. Ihr dürft auch gerne disliken. Aber ich habe eben keine so mega Englischkenntnis, um alles jetzt auswendig zu lernen im Forum oder in einem Wikipedia oder Gamepedia. Deshalb habe ich das alles von freier Hand gemacht und eventuell habe ich etwas vergessen oder jetzt nicht so zeigen können, noch nicht so zeigen können. Ja, wir werden dann sehen. Ich mache ja jetzt täglich Livestreams und noch ja, ein oder zwei Folgen pro Tag. Es kommt genug Content. Weitere Tutorials nach Anfrage gerne. So selber Tutorials, weiß nicht, von Beats kann ich wahrscheinlich nicht so gut machen. Und eventuell weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich genau zeigen soll. Einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas im Game wissen wollt oder im, ja, ein Tutorial wollt von irgendwas, dann mache ich das gerne. Also ab in die Kommentare, wenn ihr es wollt. Und Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.